Assalamu alaikum, Friede sei auf Ihnen und herzlich willkommen zu MTA Journal. Auch heute wieder mit den unterschiedlichsten Themen und Neuigkeiten aus der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Wir beginnen auch heute wieder mit der Freitagsansprache seiner Heiligkeit des fünften Khalifen, möge Allah sein Helfer sein, vom vergangenen Freitag. Seine Heiligkeit Hazrat Mirza Masroor Ahmad, möge Allah sein Helfer sein, hielt die Freitagsansprache aus der Battleford Moschee in London. In dieser berichtete er verschiedene Weisheiten aus dem Leben des verheißenen Messias al-Islam und von Hazrat Muslim Maud. Eingangs ging seine Heiligkeit auf die Erziehung der Kinder ein. Huzur sagte, dass zu viel Strenge in der Erziehung nicht wohltuend ist, genauso aber auch eine zu milde Erziehung dem Kind schaden kann. Die Erziehung der Kinder liegt nicht nur bei der Mutter, sondern der Vater ist auch mitverantwortlich. Der verheißene Messias al-Islam hatte eine sehr schöne Art und Weise, seine Kinder zu erziehen. Mit Geschichten voller Weisheiten bringt er den Kindern Dinge nahe. Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, sprach über die Bilder des verheißenen Messias al-Islam. Huzur sagte, dass diese angemessen verwendet werden sollten und dies sollte auch für die Bilder der Khulafa gelten. Huzur sprach über das Grammophon und das Filmeschauen im Kino. Die meisten Filme seien nur für die Unterhaltung da und unmoralisch. Doch spricht nichts gegen einen Film, in dem es ausschließlich um Tabligh oder Bildung geht. Des Weiteren berichtete Huzur Ereignisse und Begebenheiten von Ärzten. Viele Ärzte scheuen sich, andere Experten zu Rate zu ziehen, wobei dies eigentlich getan werden sollte. Ahmadi-Ärzte sollten auch die Möglichkeit nutzen, beim Dienst über die wahren Lehren des Islams zu sprechen. Huzur sprach außerdem über das Barda-Gebot, die Möglichkeit mehrmals zu heiraten und die medizinische Versorgung. Hazrat Muslim Maud sagte, dass es zwischen einem Ruf einer Person und dem Ruf des Imams einen großen Unterschied gibt. Sobald der Imam ruft, ist es die Pflicht, dem umgehend Gehorsam zu leisten. Der verheißene Messias al-Islam erwähnte mal zu einem Ereignis, dass die Liebe zu Allah das Wichtigste sei. Wenn die Menschen dies verinnerlichen, werden sie uns von sich aus folgen. Im Anschluss leitete Huzur das Totengebet von Herrn Abdul Nur Jabi, der auf einer tragischen Art und Weise im Krieg in Syrien verstarb. Seine Heiligkeit, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, möge Allah sein Helfer sein, wies die Ahmadi-Muslime wieder darauf hin, für die Lage und die Menschen in Syrien zu beten. In Zeiten, in denen immer mehr Menschen vor Terror, Krisen und Krieg nach Deutschland und noch nach Europa fliehen, treten Ängste vor dem Islam immer deutlicher zutage. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die leistet Aufklärung und zwar mit Islamausstellungen und zuletzt war jetzt die Studentenstadt Marburg dran. Die öffentliche Debatte über den Islam beschränkt sich häufig auf einzelne Aspekte wie Fundamentalismus oder Extremismus. Gerade dieser selektiven Wahrnehmung soll mit der Islamausstellung in Marburg entgegengewirkt werden, um den Islam in seiner Gesamtheit in den Blick zu nehmen. In diesem Sinne wird im Marburger Rathaus seit dem 17. März die Islamausstellung veranstaltet, um so eine Reise durch die islamische Zeit zu ermöglichen. Oh, ich freue mich sehr, dass wir im Marburger Rathaus Informationen über den Islam ausstellen können und Menschen sich informieren können. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache, um Offenheit zu erzeugen, miteinander zu sprechen und nicht nur übereinander. Zur feierlichen Eröffnung kamen mehrere Gäste. Der Imam, Herr Arsalan Ahmad, und der Oberbürgermeister der Universitätsstadt Marburg hielten kurze Grußworte. Ich weiß nicht genug über den Islam. Ich glaube, dass wir alle Religionen gut beraten sind, Aufklärungsarbeit zu verbessern und Menschen darüber zu informieren, welche Vorstellungen sie haben und um was es bei ihnen geht. Bis zum 27. März können auch Sie diese Islamausstellung besuchen. Ostdeutschland und dem Bundesland Sachsen wird ja eine spezielle, naja, nennen wir es mal, Skepsis gegenüber dem Islam und Fremden nachgesagt. Dass es aber natürlich dort auch Menschen gibt, die sich ehrlich und offen mit dem Islam auseinandersetzen wollen, das nimmt die Ahmadiyya Muslim Jamaat ernst. Deshalb fand dort am 16. März ein Vortrag zum Thema Islam, eine Bedrohung oder eine Quelle für den Frieden statt. Diese Veranstaltung konnte nur unter Polizeischutz ausgetragen werden, weil sich auch extreme Islamfeinde vor dem Veranstaltungsort versammelt hatten. Muslime leisten Aufklärungsarbeit in Zwickau. Die Bevölkerung kommt zum Vortragsabend der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Als Hauptredner stellte sich der Theologe Herr Said Arif zur Verfügung. Sinn und Zweck der Versammlung war es, Vorbehalte gegen den Islam abzubauen. Der islamischen Tradition zufolge wurde zuerst der Heilige Koran rezitiert. Danach hielt der Referent des Abends seinen Vortrag. Am Ende stellten die Gäste ihre Fragen. Aktuelle Themen über Islam und Gesellschaft konnten so an diesem Abend debattiert werden.
Am Ende konnten sich die Besucher noch Literatur mitnehmen. Es gibt auch weiteres Positives von der Veranstaltung zu berichten. Unter anderem sollen sogar Rechtsextreme der Veranstaltung dann doch beigewohnt haben und sollen sich davon beeindruckt gezeigt haben, auch wenn sie das natürlich leider wohl nicht öffentlich äußern würden. Es gab in den vergangenen Tagen auch viele weitere Veranstaltungen der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Diese haben wir jetzt im Folgenden für Sie zusammengefasst. Diese Woche wurden unter dem Motto der Ahmadiyya Muslim Jamaat Liebe für alle, Hass für keinen, zwei weitere Bäume gepflanzt. In Stade und in Nackenheim. Muslime für Frieden mit dieser Botschaft fand in Leipzig, Zwickau, Wolfsburg und Ludwigshafen die bundesweite Flyer-Aktion statt. Einweihung der Bibliothek in der Bertul-Karim-Moschee in Stade. Die Bürgermeisterin von Stade, Silvia Nieber, zu Gast. Muslime laden während der Internationalen Woche gegen Rassismus nach Bochum ein. Auch in Lüneburg im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus. Rundgang zum Thema NS-Herrschaft. Seine Heiligkeit Hazrat Masih Maud Salatu Wassalam ist der Begründer der Ahmadiyya Muslim Jamaat und ihm zu Ehren wird der Tag des Masih Maud Salatu Wassalam ausgerichtet. Am 23. März, also am Mittwoch, werden wir ab 18 Uhr auf MTA 2 und auch im Webstream für Sie live gehen, eine Live-Sendung zum Thema rund um den verheißenen Messias Salatu Wassalam und die Ahmadiyya Muslim Jamaat. Wenn Sie auch über weitere Veranstaltungen immer auf dem Laufenden sein möchten oder wissen möchten, wo Sie vielleicht demnächst eine Veranstaltung der Ahmadiyya Muslim Jamaat besuchen können, dann empfehlen wir Ihnen auf ahmadiyya.de den Veranstaltungskalender anzusehen. Wenn Sie sich auch mit MTA, dem deutschen German Service, auf dem Laufenden halten möchten, dann natürlich auf unserer Webseite mta-tv.de. Sie finden uns aber auch in den sozialen Medien, auf YouTube auf unter MTA German Service und unter Twitter unter dem Handle @mta-tv.de. Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Sendung. Im Folgenden zeigen wir Ihnen eine Kindersendung. Ich sage Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind.